Wir gehen heute zu Fantasie und Raum. Fantasie und Raum in Unterhaching bei München. Für jeden Funko-Pop-Fan, Star Trek-Fan, was weiß ich. Ah, wir haben einen Online-Shop. Nice. Und rein. Rein. Oh, ich liebe das. Enterprise, wohin man schaut. Geil. Aber wir sind hier wegen den anderen Sachen. Da. Wer ist denn da hinten? Oh, ich sehe jemanden. Da. Hier ist Kundschaft. Oh, hallo. Hallo. Ach, hallo. Und der nächste auch gleich. Ach, geil. Hi. Servus. Servus. Was hast du? Der gehört zu Marvel rüber. Den stellen wir dort zu Marvel. Was ist denn deine Marvel-Ecke? Da ist Marvel. Also von Funko. Also wir haben noch ein bisschen anderes Marvel, aber das sind die Funko. Sehr schön. Einmal rum. Die ganz hinten, die schaffe ich nicht. Wo sind sie jetzt hin? Ah. Ich bin hier. Hier. Schönen Laden habt ihr. Also, ach Gott. Ach ja, Gott. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Du Wahnsinn. Ich mach's jetzt viel zu schnell, aber ich will wieder zu euch. Genau. Das ist die Crew von Fantasie und Raum. Genau. Ich bin der Thomas. Ich bin die Monika. Aha. Wir haben jetzt den Laden ungefähr 3 Jahre. Aber mit den Funkos erst haben wir, ja, so 2 Jahre oder so machen wir das um jetzt. Um die 2 Jahre rum. Genau, also wenn ihr euch fragt, wer die ganzen Päckchen macht, Monika, die genau. Verpackt das alles. Du hast es verbrochen. Ich bin schuld, wenn sie nicht schön verpackt sind. Nein, aber ich gebe mir da wirklich Mühe, wir haben ja wirklich gute Schachteln. Genau, schon doppelbandige und gutes Füllmaterial, genau. Dass ja nichts passiert, weil wir sehen ja, wie die Postler, die DHLer, manchmal mit dem Päckchen fast Fußball spielen. Manchmal ist es schwierig, wenn es ein bisschen Artikel sind, wo ich nicht recht weiß, wie packe ich, kriege ich das in Karton rein, aber normalerweise kriege ich das schon, hin. Genau. Und, ja, und ja. Halt das ganze Online-Shop versuche ich zu machen, oder mache ich dann die ganzen administrativen Sachen und Wareneingang, Warenausgang. Und was macht dann dein Mann? Ja, ich sitze im Facebook. Mein Mann, der macht die Hauptarbeit. Du bist ich mache die Ankündigungen, ich mache die Bilder, ich kommuniziere mit den Leuten, wenn wieder welche da sind, dann schreibe ich denen, dass sie bitte zahlen sollen. Okay. Und mach die Bestellungen, schaut, dass das, was vorbestellt wird, auch bestellt genau. Wird beim Großhandel. Und ihr seid glücklich mit eurer Kundschaft soweit? Ja. Also, Großen und Ganzen. Ja, also sicherlich, es gibt einmal den einen oder anderen, der halt dann doch stornieren muss. Also normalerweise sind es Gründe. Auch mal einer, der sich vielleicht nicht mehr rührt, aber das, ja, das normal. Gibt's halt, glaube ich, genau. Gehört einfach mal. Ich bin eigentlich nur hier, weil ich heute fragen wollte, was das für Sammelpunkte sind, von denen ich immer höre. Was zur also, Hölle wenn ist man, das? Wenn man 10 Punkte hat, dann gibt es bei der nächsten Bestellung dann 10 Euro angerechnet. Also ich schickt einfach ein Foto, wenn es dann voll ist. Dann wird der Gutscheincode, der jetzt da nicht drauf ist, aber der da normalerweise draufsteht, wird dann für einen Online-Shop freigeschalten. Oder wir können es natürlich auch so anrechnen, wenn man über Facebook bestellt. Also ich kaufe da 10 Pops und dann kriege genau, ich 10 Euro. Für jeden geil. Pop, den du kaufst, kriegst du einen Punkt und dann, wenn sie voll sind, rechnen wir das an. Wird dann verrechnet, genau. Genau. Cool. Ja, genau. Ja. Und wenn ihr in der Nähe von München seid, fahrt nach Unterhaching. Da findet ihr uns in der Otto-Brunner-Straße 33, nicht zu übersehen, gleich bei der Fahne vom Wienerwald und beim E-Bike dazwischen. Ja. Nicht Otto-Brunner-Straße München, nein, sondern Otto-Brunner-Straße in Unterhaching. Das ist genau. Wichtig, weil München, nicht die gleiche Ortschaft. München gibt es auch eine Otto-Brunner-Straße. Genau. Gibt es 2 Stück, ja. Genau. Und im Laden haben wir natürlich noch das ein oder andere mehr stehen als im Online-Shop. Im Online-Shop, es gibt halt Sachen, die kommen rein und gehen dann mehr oder weniger gleich wieder raus und die schaffen es dann gar nicht erst im Online-Shop. Also hier habt ihr noch die größere Auswahl. Also wenn ihr in der Nähe seid, das lohnt sich auf jeden Fall auch mal herzuschauen. Schaut vorbei. Also, genau. Super. Was interessiert euch sonst noch? Ja, was wollte dringend loswerden? Gibt's hier? Ja, was heißt dringend loswerden? Also meine Lieblingsecke? Star Trek. Ich würde sagen, wir haben sogar noch ein paar von den ganz von den alten. Wir haben sogar noch ein Mirror Universe. Fuck, schau mal. The Mirror? Ja, da gibt's auch nicht mehr so viele, glaube ich. Ah. Ja. Also, wir haben natürlich selber Pops daheim. Das ist natürlich auch so.
Ihr seid selber Pop-Fanatis. Wir haben ja zwei, drei Pops, die gar nicht erst im Laden genau landen, die dann gleich heimkommen. Also, Ich habe also fast die komplette Baking Bread, Breaking Bad. Jedes Mal. Also da fehlt mir eigentlich bloß der Jesse, der Damaged, aber sonst habe ich sie so Der Crystal, den habe ich ja auch, den Crystal. Und ja, Star Trek habe ich natürlich, die Classic daheim. Und ein paar welches so ist denn dein Lieblingspop? Mein Lieblingspop? Weißt du gar nicht. Weiß ich gar nicht. Der neueste, immer der neueste, der gerade rauskommt. Irgendein Flock wahrscheinlich. Ja, eigentlich den Snuffle. Ja, genau, den Snuffle. der ist so schön. Der ist aus der große aus der Sesamstraße. Sesamstraße, ja, das genau. Mammut da, genau. Oder, ja gut, die Grinsekatzen finde ich eigentlich auch ganz toll. Die verschiedenen, also. Warte, die haben wir doch hier. Ja, die sind da, da gibt es ganz viele. Da gibt es die junge, die geflockte, die normale, die glühende. Glow in the dark. Genau. Also so einen richtigen Liebling habe ich jetzt gar nicht so. Also mal ist es der. Bei der Monika weiß ich es, glaube ich. Ja, was denn? Irgendwas mit Horror. Pinhead oder... Also meine Lieblinge sind eigentlich die Godzillas. Ja, ich wusste die, irgendwas. Die brauchen so viel Platz, die sind so groß. Aber mir fällt leider ein einziger von den ganzen Godzilla rein. Aber sonst habe ich die auch alle daheim stehen. Klassischer Horror. So, da, ja, Monster sind immer gut. Darf ich mich noch ein bisschen im Backstage-Bereich umsehen? Ja, klar. Ja. Nein, wir wollen so authentisch wie möglich. Also hier wird das Ganze ja erledigt. Hier, das ist hier. Da zum Beispiel kam jetzt ganz aktuell von Underground Toys. Dürfen wir das zeigen? Ja, das dürfte schon zeigen. Ja. Das dürfte schon zeigen. Und hier sitze ich halt dann an meinem Laptop und mache halt hier zum Beispiel, das kam jetzt auch gerade vor einer halben Stunde rein. Leider hat Underground Toys nicht so viele am Lager. Jetzt müssen wir da wirklich schnell vorbestellen. Ja, wenn dann immer schon im Newsletter des Großhändlers steht, very rare, limited, am liebsten Gästen bestellen, dann ist es halt manchmal, können wir es halt, ist halt schwierig zu versprechen, dass wir es kriegen. Ja. Also sobald wir eine Rechnung haben, ist alles klar. Ja. Also wir versuchen immer unser Bestes. Also. Genau. So, wer liegt denn hier? Monika, wie sie leibt und lebt. So, genau. Wie nennen wir das hier? Das ist das geheime Kapuff. Das ist mein das ist mein Kapuff, genau. Und ich kümmere mich um eure Pakete. Und? Das machst du sehr gut. Ich gebe mir große Mühe und wir packen auch immer alles extra in wunderschöne, doppelwandige, stabile Kisten ein. Keiner verpackt so gut wie du. Damit die auch wirklich schön alle gut ankommen. Warte, genau. Was hast du gesagt? Doppelwandig, ja. So muss das sein. Mit Flocken, schau. Wir haben auch Flocken. Nice. Warte. Ah, oh, geil. Du bist mir sicher, dass du nichts hier im Stil von Breaking Bad machst, oder? Grüne Flocken. War das nicht blau? Ja, aber da ist ja schon Copyright drauf, also musst du grüne machen. Ach so, ja. Ich habe sie noch nie probiert. Hast du schon mal eins genommen? Ich? Nein. Drum bist du gerne im Keller. Ich nehme keine Drogen. Und wir haben vorhin hinter der Kamera versteckt den Daniel gehabt. Servus. Ja, weil leider ist unsere Kameramann und Interviewerin heute ausgefallen. Deswegen hast du den Part übernommen vom Filmen, danken, aber Daniel gehört natürlich auch zur Crew. Also das will ich auch noch angemerkt haben. Er ist unser Experte für... Ich dachte, ich bin Aushilfskraft. Ich bin ja, aber du bist derjenige, der sich am besten auskommt, was das Marvel-DC-Universum angeht. Ja. Du bist, was das Star Trek-Universum angeht, bist du unübertroffen in unserer Reihe. Also, wer kennt sich da nicht aus? Ich. Ja, aber du kennst halt Sachen, die wir nicht kennen. Und du führst halt im Prinzip die Wissenslücke im Nerds-Universum, die wir halt haben. Da haben wir zum Glück halt dich. Was hast du denn da Schönes in der Hand? Ja, ich habe sich was ganz Besonderes ausgesucht. Ich stehe auf Dr. Strange. Film war geil. Der war geil, ja. Ah, und den habe ich noch nicht, von daher süß. Beide nicht, oder? Nee, ich habe noch gar keinen Dr. Strange. Ah, okay. Überlegen, ne? Ein Astral-Doktor Strange, geil. Also der Daniel ist unsere, ja, ich würde es eigentlich nicht sagen, Aushilfe. Du bist unsere... Rechte Hand, unser guter Geist. Ihr lobt mich viel zu hoch. Dafür bezahlt ihr mich nicht genug. Dafür bezahlt ihr nicht genug. Oh, okay, da dürfen wir nicht so loben. viele kennen ihn vielleicht schon aus der Popshow, die wir jetzt eigentlich auch dann mal wieder machen wollen nach dem neuen Jahr.
Ja, und er ist... Ich werde hier gefangen gehalten, holt mich hier raus. Du bist ja unter der Teufelsfalle. Ah, du bist ein Dämon. Wo sind deine schwarzen Augen?